2, Reddit Time. Contest! Bitte der IQ gesenkt. 1, 2, Reddit Time. Contest! Das Reddit ist sehr doof. Let's go! Und wir gehen in den ersten Beitrag rein, meine lieben Freunde. Bam! Der erste Beitrag. Oh mein Gott, es geht schon mit diesen Menschen los. Holy shit. Es geht los. Der Beitrag ist von Legitimate Box 9811. Hüwi reist in das Jahr. Ich bin ready. Wir gehen ganz in den Anfang. Wir machen natürlich Vollbild. Let's freaking go. Hüwi im Afghanischen Krieg. Genau deswegen liebe ich den Contest. Da sitzt Michail Gorbatschow, Präsident der damaligen Sowjetunion, und isst Stockbrot mit 2 Stöcken. Doch da kam Hüwi und der Präsident war ganz verwirrt. Кто ты и что ты здесь делаешь? Hüwi konnte zwar kein Russisch, aber er wusste genau, was er in dem Moment zu tun hatte. Dank der Hilfe eines liebevollen Menschen. Und zwar ihn umbringen. Herzlich willkommen im Reddit Contest, meine lieben Freunde. Und somit wurde Hüwi zu General Hüwi, aber ohne Schnurrbart. Nun gehörte ihm Willi, das bitte. Land und alle sollten ihm nun gehorchen. Heil General Hüwi! Er schickte seine Männer los, damit er seinen Horizont erweitern kann. Und somit begann der Kampf. Die beiden der Boss kommt. Monopoly! Alter DK! Dennoch gab es 2, die sich General Hüwi widersetzten. Hallo Freunde, ich bin's, Hüwi. Und der 2. Demonstrant war der einst verschollene Araber LP. Der Einstieg von Hüwi war so gut. Der Einstieg von Hüwi war so gut. Hüwi widersetzten. Hallo Freunde, ich bin's, Hüwi. Und der 2. Demonstrant war der einst verschollene Araber LP. Sie zogen los, um General Hüwi für immer zu vernichten. Sie hatten vor, ihn zu töten mit dem, was er am meisten liebte. Extrem viel Alkohol. Dann morgen. Hüwi zog sich in dem Moment hochqualitativen Content rein. Doch dann, oho, eine Nachricht per Funk. Hüwi bemerkte sie aber nicht. Eine Nachricht per Funk. Oh my fucking God, Alter. Was war das in den Club marschiert? Kokotan, falsch rasiert. Angriffe eskaliert. Ja, irgendwie geht's aber Toad nicht gut, oder geht das nur mir so? Irgendwie geht's Toad nicht gut. Bitte Spezi. Nur noch Spezi. Orange Cola. Bitte mal noch Spezi. Ey! Hüwi versuchte herauszuhören, was das für eine Nachricht werden sollte. Doch die Nachricht wurde rückwärts abgespielt und somit verstand Hüwi die Warnung nicht. Auch dann bemerkt... Ganz normal, man kennt's. Die Nachricht wird über das Funkgerät rückwärts abgespielt. Da war's. Eine frische Spezi. Und weil Hüwi nicht wusste, dass die Spezi... Ist das? Was ist das? Und dadurch starb Hüwi an seiner Alkoholsucht. Und somit ist Tobias Hübenthal verstorben. RIP Ohren, wenn ihr den Volume Booster reinmacht. RIP Technoblade, Bro. Das Land hatte nun keinen Führer mehr. Und das Land weinte um den Verlust ihres Generals. Was steht da? Was steht da? Was steht da? Servus, ihr Real-Fanatiker. Ich bin Red Ninja und hab den Bums hier produziert. Das Ganze war ziemlich aufwendig zu schneiden, weil ich es auf dem Handy? Auf dem fucking Handy? Darum würde ich mich freuen, wenn ihr dem hier ein Abo dalassen könntet. Das soll jetzt auch nicht arrogant oder so klingen, aber es würde mich sehr glücklich machen. Und falls ihr euch wundert, warum es so viele Hübis gibt, Hüwi hat sich eine Klonmaschine gebaut. Diese Szene hat er aber nicht mehr ins Video gepasst. Und falls ihr das im Stream seht, abonniert Hüwi, ihr Söhne. Die Todversion des Spezi-Songs ist self-made.
Alles klar, alles klar. Das war der erste Beitrag des Contests. Und jetzt bitte einmal ein Voting in den Chat über eine Umfrage, die jetzt gleich von meinen Mods erstellt wird. Einmal voten bitte von 1 bis 5. 1 ist das Schlechteste, 5 ist das Beste. Aber es sieht auf jeden Fall stark nach 50% 4 aus, 30% 5 und dann nur noch 16% 3 und dann quasi 1 und 2 unnötig. Also ich würde sagen, ein stabiler Beitrag. Ich schwanke zwischen 3,5 und 4. Ja, ich darf Kommawertung geben. Wir gehen rein, Freunde. Alina, du gehörst jetzt mir. Nein! Das ist eine Fortsetzung von der Scheiße. Nee! Hübit der Hübi. Der Morgen ist allgemein mit der Nacht so die coolste Jahreszeit am Tag. LOL, ich lebe wieder! Ich bin fast gestorben. Von den Toten wieder auferstanden. In Gedanken versunken. Och nee, jetzt kommt auch wieder Janoes mit seiner Erzählerstimme. Bruder, jetzt geht's wieder los. Schlendert er durch Schwabünchens Gassen, bis er plötzlich auf eine Person trifft, die ihm bekannt vorkommt. Alina hat sich verändert, alle sagen das. Hübi lag 47 Jahre unter der Erde und so ist auch Alina in die Jahre gekommen. Alina erzählte ihm, dass sie schon ihr Leben lang an einer unheilbaren Krankheit litt, zu der es kein Heilmittel gibt. Sie nahm jeden Tag ihre Medizin, um bei Kräften zu bleiben, aber dennoch lag sie nun im Sterben. Die Stadt und der technische Fortschritt wuchsen, doch auch nach jahrelanger Forschung konnten die Ärzte kein Heilmittel. Ist Alina gerade gestorben? Oder was ist jetzt passiert? Ah, der Hübi Run, Freunde. Aber ganz krass. Hübi, wo liegt das Problem? Zeitachsen haben sich verschoben. Ein Unrecht muss gesühnt werden. Die reinen begangene Fehler und die Zeitachsen werden sich zu deinen Gunsten richten. Was? Hä, als ob's nicht weitergeht! Hä, was ist das für ein Beitrag? Das ist wie eine Netflix-Serie, wo die letzte Folge nicht hochgeladen wird. Was ist jetzt mit den Zeitachsen? Und rettet der jetzt Alina? Okay. Interessantes Voting. Das ist sehr unbefriedigend, ja. Mal ganz kurz Ironie beiseite. Also animationstechnisch natürlich Baba und erzählungstechnisch. Ich fand das richtig gut mit der Musik und allem drum und dran. Und auch, also ich muss sagen, auch wenn es natürlich teilweise natürlich sehr, in Anführungszeichen, billig animiert war, kam irgendwie dieses Zukunftsfeeling sehr geil auf. Aber jetzt tatsächlich, ohne Ironie, es bleibt halt nur ein Teaser. Es war halt wirklich nur so ein Teaser-Trailer. Die Beiträge sind ja eher dafür gedacht, dass der Beitrag an sich sozusagen, sag ich mal, unterhaltsam ist. Und es ist natürlich cool, dass das Justin so an seine Story aus dem Cutter-Video so anschließt. Natürlich mega gut. Das Video jetzt in sich betrachtet als Video hat jetzt natürlich, wie soll ich sagen, nicht so unterhalten. Also nicht so unterhalten ist falsch, aber es hat halt nur Lust auf mehr gemacht, aber dann war halt das Zeitlimit vorbei. Deswegen
hat mir tatsächlich das erste Video besser gefallen, weil es halt einfach in sich abgeschlossen war, während hier nur Lust auf mehr gemacht wurde. Aber es wurde halt mega gut gemacht, deswegen würde ich eine 3 geben. Wir kommen zum nächsten Beitrag, Guys. Mal sehen, was jetzt passiert. Hübi reist ins Jahr 1715. Da war sehr viel Arbeit drin, ja. Da war extrem viel Arbeit drin. Wir fangen an. Wen hebe ich da hoch? Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Eines Tages kam unser Held nach einem langen Tag gut gelaunt nach Hause. Er ahnte jedoch nicht, dass er dort etwas Schreckliches vorfinden sollte. Oh nein! Freunde, was finde ich? Was finde ich? Ich sag ne Mezzo-Mix. Irgendwie hätte ich schon mal Bock auf eine richtig fette Runde Raymond Salami. Da ist es ja. Was ist da drin? Ein Zettel. Ich habe deine Chaya Tim. Er hat Tim entführt! Du wirst meine Identität nie herausfinden. Ludwig der 14. Das ist genau mein Humor. Das ist genau mein Humor. Du wirst meine Identität nie herausfinden. Ludwig der 14. Er hat einfach Tim gekidnappt. Nee. Unser Held wusste erst nicht, wie er mit diesem Verlust umgehen sollte. Zum Glück schaffte er es aber dann doch, sich aufzuraffen. Dazu musste er jedoch erst einmal sein Ziel ausfindig machen. So, wir sind mitten in Google. Zack, wir tippen das ein. Ah, den schreibt man doch mit Sicherheit so. Okay. Sieht auch einigermaßen erotisch aus, muss ich zugeben. Jetzt nicht so gut wie ich, aber wir akzeptieren das. Oh, wie gut! Oh, wie gut hier die passenden Soundspuren rausgesucht wurden. Strong! In Ordnung. Okay, ich würde gerne so ein Zeitportal öffnen. Jetzt, wo das Ziel klar war, ging es an die Vorbereitung. Als ob er einfach eine Soundspur von mir gefunden hat, in der ich sage, ich muss das Zeitportal öffnen. Ich wüsste nicht mal wo. Ich würde jetzt irgendwie vielleicht sagen Lego Dimensions oder so. Unser Held trat also endlich seine Reise an und schritt durch das Portal. Nur um direkt am Sitz des Königs rauszukommen. Schloss Versailles. Nachdem er das Schloss betreten hatte, musste er sich erst einmal den Wachen des Königs stellen. Okay, Bro, komm her. Scheiße. Hui! Nickelback, weg mit dir. Die Reise war lang und hart, aber so war unser Held nur noch einen Schritt von seinem großen Ziel entfernt. Jetzt schallert's hier rote Panzer in dein Rektum. Du kannst ja voll gut tanzen. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Und da schallern die Votes rein, meine lieben Freunde. Bitte einmal Voting rein. Ich gebe eine 4. Ich finde, dieser Beitrag hat perfekt gezeigt, dass du ohne krasses Video-Editing richtig coole Geschichten erzählen kannst. Ich meine, die grafischen Effekte waren natürlich nicht sehr berauschend. Aber dadurch, dass er einfach diese ganzen Soundspuren gefunden hat und das einfach richtig gut erzählt hat, war es einfach todesunterhaltsam, das anzuschauen. Wir machen weiter. Bisher hat mir alles richtig gut gefallen. Hübi reisen ist ja, oh, auch 2069, Re-Upload wegen kleinen Änderungen. Eine Zukunftsreise, Freunde. Orange Cola. Freunde, was geht? So startet man doch gerne in ein Video. Problem oder was soll die Scheiße hier? Bruder, welche Katze schiebt jetzt hier Stress? Einfach nur dieser Effekt! Problem oder was soll die Scheiße hier? Bruder,
Welche Katze schiebt jetzt Tierstress? Alter Bobo, wieso steht da eine Toilette? Naja, muss er mal shitten. Perfekt, Diggi. Ich hab dir aufgepasst! Bruder, was ist das für ein Plot? Was ist das für eine Geschichte? Shitten. Perfekt, Diggi. Hübi? Hüdos, was tust du hier? Hübi, du bist im Jahr 2069. Mach mal Portal Uirrit weiter. Ach, und übrigens, David hat Alina mal wieder entführt. Junge, du spielst Genshin Impact, du hast kein Rederecht. Na gut, wenn du mir zeigst, wo Alina ist, dann spiele ich es weiter. Ich wollte mich mal einfach bedanken für diese geilen Videos, die du und dein ganzes Team für uns produzierst, egal ob Erst- oder Zweitkanal, mach weiter so. Ah, halt's Maul. Glaubst du, ich bin wirklich unvorbereitet? Ich hab noch ein Ass im Ärmel. Pinguin 361. Ich check gar nichts. Da steht POV, es war nur ein Traum. Was zur Hölle haben wir uns da gerade angeschaut? Okay, ich glaube, die meisten Votes sind drin. Deswegen würde ich eine 3 geben. Wir kommen zum nächsten Beitrag. Ich euch die Geschichte erzählen, wie Hübi in der Vergangenheit landete und dort seine Vorfahren traf. Oder? Alter, wie abgemagert ich damals war. Also ich meine, ich war nicht abgemagert, aber ich war schon ziemlich dünn, kann das sein? Hübi war mal wieder dabei, auf seiner Ocarina zu üben, um seine Angebetete zu beeindrucken. Doch dann spielte er plötzlich die Hymne der Zeit mit den richtigen Tönen und reiste in der Zeit zurück. Stark, stark, wirklich gut. Wieso nehmen alle immer dieses Bademantelbild? Das kam auch schon im ersten Video vor. Woher kommt immer dieses Bademantelbild? Hübi landete im steinzeitlichen Hübental und wurde durch... Im Hübental! ...dort sofort von einem Höhlenmenschen bewusstlos geschlagen. Als er wieder zu sich kam, merkte Hübi, dass der Höhlenmensch seine Ocarina gestohlen hatte. Er wollte sich in die Höhle der Höhlenmenschen schleichen, jedoch bewachte ein anderer Höhlenmensch den Eingang. Hübi schaute sich ein wenig um und entdeckte ein Wigwam, in welchem ein Schamane lebte. Dieser war in der Lage, Hübi in einen Tyrannosaurus Rex zu verwandeln. Jetzt hatte Hübi sogar einen... Wie lang dauert's, bis der A-Schrei kommt? Warte mal, warum Schwanz? Jetzt hatte Hübi sogar einen... Schwanz, lol. Er kehrte zur Höhle der Höhlenmenschen zurück und konnte den Wächter vertreiben, indem er ganz laut brüllte.
Hübel ließ sich vom Schamanen wieder zurückverwandeln und betrat dann die Höhle der Höhlenmenschen. Er entdeckte dort ganz komische Schuhe, mit denen man sehr hoch springen konnte. Schließlich fand Hübel seine Ocarina. Der Höhlenmensch, der sie bewachen sollte, war zum Glück gerade eingeschlafen. Hübel spielte die Hymne der Zeit rückwärts und reiste wieder zurück in die Gegenwart. Warte mal, da fliegt irgendwas rein. Da fliegt irgendwas rein. Seht ihr das? Da! Ach, das sind die Items. Das sind die Items, weil man die Dekonüsse und so verliert. Plötzlich war Hübi draußen auf der Straße und sollte Domi Twilight Princess ausleihen. Aber dann wurde Domi sauer, weil sich in der Verpackung nur eine Scheibe Salami befand. Was ist das Problem, oder was soll ich scheiße hier? Hübi wachte auf und dachte sich nur: Alter DK! Was hab ich da gerade für einen Scheiß geträumt? Ende! Ich gebe eine 4,9. Wir machen weiter. Hübcraft? Warte, was? Warte, ist es das, was ich denke? Hübi reist einen Tag im Jahr 2042 zurück, um seine Mods einzufangen. Hier ist der erste Tagesthemenkanal am 17.02.2042 mit den Mittagsnachrichten des Tages. Herzlich willkommen. Momentan ergreifen Hübis Mitarbeiter Flucht aus dem Keller. Es ist höchste Vorsicht geboten. Die Subjekte sind bewaffnet und haben Mezzomix dabei. Ob die Monopoly-Fanatiker involviert waren, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Für weitere Informationen und Verhaltungshinweise besuchen Sie bitte Hübisoft.com. Was? Was soll ich besuchen? Hübis was? Es wurde gesagt, ich kann den QR-Code scannen. Wurde mir von den Mods geschrieben. Ich scanne jetzt diesen QR-Code. Es ist wirklich Hübisoft.com. Was zur Hölle? Hübisoft.com. Diese Personen sind extrem gefährlich. Wanted. Justin! Du wirst auch gesucht! Alina, du bist auch am Arsch. Wegrennen, AMK. Und Brainy wird auch gesucht. Fischfondue anrichten. Und Verhaltungshinweise besuchen Sie bitte Hübisoft.com. Dazu jetzt Mike mit einem Live-Interview. Laut Zeugenaussagen ist ein Cutter von Ihnen auch auf freiem Fuß. Gibt es schon weitere Informationen? Justin! Justin, die suchen nach dir! Wie das passieren konnte? Ich glaube, der war von irgendeiner fremden Macht besessen. Und wie werden Sie nun weiter vorgehen? Haben Sie eine Idee? Finde ich witzig. Die Ihre Mitarbeiter wieder einfangen? Den heiligen Krug der heiligen Getränke. Bei Odins Ruf! Warte, was stand da? Finde ich witzig. Hübi reist. Na Mann! Hübi reist in die Vergangenheit, um zu verhindern, dass seine Mods fliehen. Mashallah, Vergangenheit. Okay. Finde ich nicht witzig. Alter! DK, was machst du denn da? Ja, aber glaubst du? Ich hab schon seit 3 Stunden gerade Fisch vor die Mücke. Ey, da geht überhaupt nicht. Boah, wie Bruder, kann Brainy eigentlich auch menschlich sprechen? Ja, aber glaubst du? Ich hab schon seit 3 Stunden gerade Fisch vor die Mücke. Ey, da geht überhaupt nicht. Boah, wie fett du bist! Dir koch ich safe nix! Ey, willst du mal mir zeigen, dass ich dick bin oder was? Ja, Mann. Hustler. Justin! Ich arbeite mittlerweile schon über 20 Minuten und ich hatte seit über einer Stunde kein Energy mehr. Weißt du was? Ich kündige. Justin, du machst einen ganz entscheidenden Fehler, Digga. Du machst einen ganz entscheidenden Fehler. Den sieht man hier. Caught in 4K. Das Problem ist, du trinkst Energy mit Zucker. Wenn du Energy ohne Zucker trinkst, also ich kann dir. Effekt Zero, bockstark. Red Bull Zero auch richtig gut. Die Monster Zero ist auch Bombe. Da kommst du besser drauf klar. So, dann bist du nur süchtig nach dem Geschmack und nicht noch süchtig nach Zucker. Er kriegt von mir so viel Gehalt, dass er sich Monster leisten kann. Also jeder, der mich frontet, ich zahle ihm zu wenig. Hier, verzieht euch. Ihr beschwert euch. Ich wurde durch eine fucking Plastikpuppe namens Beate ersetzt. Ja? Wie rechtfertigst du das? Ja, ich bin ja auch ein Vielficker. Ich finde das gerechtfertigt. Guck mal weiter. Okay. Oh, nee. Ich hab da nämlich was in deiner Badewanne gesehen. Sass.
Kinder sind Huren. Dir werde ich's zeigen. Halt's Maul. Okay. Gewitterziegel! Durch den alkoholisierten Einsatz. Nein! Der ist auch noch dabei! Von Hübi Georg Hübenthal ist es gelungen, den Großteil seiner Mitarbeiter wieder einzufangen. Viele behaupten jedoch, dass immer noch einige auf freiem Fuß sind. Es besteht aber kein Grund zur Sorge, da sie nachweislich wegen Emote-Spam am Heulen sind. Diese Informationen wurden uns von einer gewissen Beate mitgeteilt. Uns ist aber weiterhin unbekannt, wie die Mitarbeiter ausbrechen konnten. Die Monopoly-Fanatiker verweigern jegliche Art von Stellungnahme. Tja, das war's mal wieder mit den Mitternachtsnachrichten und den Themen des Tages. Die Nachrichten wurden gesponsert von Ubisoft. Gaming mal anders. Wir halten ihre Geldbörse leer und ihre Festplatte voll. Ich schwanke zwischen 4,5 und 5. Es ist einfach eine super originelle Story und einfach super stark erzählt durch die ganzen unterschiedlichen Schauspieler. Einfach der Aufwand, allein die ganzen Schauspieler, einfach die ganzen Leute da alle mit zu organisieren und mit reinzubringen. Das Zeitreise-Ding hat ein bisschen gefehlt, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich bin einen Tag zurückgereist, aber das war fast ein bisschen an der Thematik vorbei, fand ich. Deswegen gebe ich eine 4,5. Let's freaking go. Nächster Beitrag, Guys. Und zwar vom lieben Darth Commi. Hübi, ein sehr bekannter Streamer, ein Musiker und Entertainer, ließ sich eines Tages in eine nicht so gute Situation mit Domtendo einbringen. Oh, damn. Domtendo-Lore. Ich bin dabei. 14.04.2018. Yo, Domi, ich habe eine brutale Idee. Wir können uns so richtig schön... Stimmt, die Seite mit dem QR-Code war auch noch. Ja, aber ich bleib trotzdem bei 4,5. Aber die QR-Code-Seite war auch Baba. Mit Mülltonnen in die Fresse feuern. Hey, na, wie geht's dir? Für Hübi endete der Kampf gar nicht gut. Bis heute konnte er sich davon nicht erholen. Er wünschte sich, so doll den Kampf rückgängig zu machen, sodass ich nach langem Warten eine Chance ergab. Hübi, erinnerst du dich noch an mich? Ich bin's, das Gurkenkrokodil. Hör mir zu, wenn du möchtest, kannst du ein Rematch gegen Domtendo haben. Ich kann dir die Kraft geben, in der Zeit zu reisen, doch wenn du dann wieder in die Gegenwart kommst, verlierst du die Kraft wieder. Wenn du bereit bist, dann... Das ist das Gurkenkrokodil aus Fall Guys? Wer... Habe ich das mal in einem Fall Guys Stream gesagt? Was Hölle? Ist okay, wir akzeptieren das, Freunde, wir akzeptieren es. Komm hinter dein Haus. Geil, Dicker, das Gurkenkrokodil, der Allerechte. Ich auf dich warten. Und in diesem Sinne, bis bald. Ich habe dich schon erwartet. Servus Meister, bist du bereit? Ja. Okay, dann lass uns keine Zeit verlieren. Wie ich da unten reingeslidet komm. Gut, was geht jetzt ab? Creator Code Hübi. I'm Dr. Hübi. Hübi, ab hier kann ich dir leider nicht mehr folgen. Viel Erfolg. No! Ehrenkrokodil. Ehrenkrokodil. Hadi, hadi, ha. Heute ist der Tag. Boah, die ganzen Ausschnitte aus den Videos. Ich finde das so gut. Also in allen Beiträgen bisher. Der Boss kommt. Pech gehabt. Haut rein. Schönen Abend. Hübi, hör mir noch einmal zu. Was passiert hier?
Du hast zu viel an der Vergangenheit verändert. Damit hast du auch die Gegenwart zerstört. Ich muss jetzt gehen. Verzeih mir, Hubi. Nein! Das war das Original Gurkenkrokodil. Wie habe ich jetzt die Gegenwart verändert? Dass mein Haus brennt? Ich bin bei einer 4. Es war richtig schön random. Oh boy, was geht denn jetzt ab? Hubi reist zu den Cowboys ins Jahr 1869. Oh mein Gott! Wir halten den Plot fest. Durch den Deckenlampensprung bin ich in die Galaxis gehüpft und durch den Strahl der Nine Cat in die Vergangenheit gereist. Guter Plot, würde ich sagen. Was machst du denn da? Geh beiseite, der Boss kommt. Willst du noch ein Bier? Ich will mich amüsieren. Ey, das ist ja schon fast auf Zip-Zip-Niveau. Oh mein Gott, was war das? Was haben wir uns gerade angesehen? Wie votet man das? Wenn es einfach so kurz, knackig und unfassbar dumm ist, dann trifft das ja schon irgendwie meinen Humor. Aber wenn man das jetzt mit den anderen vergleicht, denen wir eine 4 und eine 5 gegeben haben, kann ich da irgendwie nicht jetzt auch eine 4 geben oder eine 5. Ich gebe eine 3,5. Wir kommen zum vorletzten Beitrag. Oh boy, mit echten Schauspielern. Bei sowas bin ich immer direkt vorne dabei. 2069. Bruder, es ist einfach das dritte Mal, dass ich nach 2069 reise. Aber es ist okay. Das ist, wenn ich ein Zukunftsszenario geschrieben hätte, hätte ich genau das Jahr genommen. Ohren, Alter! Okay, das war die Zeitreise. Warte mal, war da nicht ein Mitarbeiter im Hintergrund? Bruder! Der Mitarbeiter, die spawnt einfach. Das ist die Zeitschwelle. Ja, ja. Wow. Oh nein, Hilfe! Ist das Evil King Hübi? Ey, hallo, weg von hier! Okay. Twitch, ich distanziere mich von dieser Aussage. Was bist du denn? Ich bin Hübi. Was willst du aber, Butterkeks, denn? Willst du dich mit mir anlegen? Ja, Bro, was kann man sagen? Ich kann mit Worten klären. Mit Worten? Wie erklärt man das? Mit Uno Extreme. Scheiße, Digga. Eiskalt mit Uno Extreme. Props für die Schminke. Aussetzen! Hat er gerade eine Aussetzung? Achso, ja klar, weil man gleich... Darf man draufwerfen? Wenn man ausgesetzt wird, darf man dann eine Aussetzenkarte draufwerfen, wenn man die gleiche hat? Es gibt ja die Regel, dass du das gleiche draufwerfen darfst. Ist das erlaubt? Ja, okay, alles klar. Du kannst keinen Aussetzer verlängern. Ich spoilere einfach das Video. Du kannst keinen Aussetzer verlängern. Natürlich kann man das. Nein! Doch! Nein! Doch! Uno. Oh mein Gott. Was passiert da im Hintergrund? Ist es ein Statist? Oder ist es irgendein Anwohner, so, der keine Ahnung rumcreept? Uno. Du bist Alkoholiker, ich kenne Bar. Du bist Alkoholiker, danke, ich kenne Bar. Ah, da ist er. Darf ich vorstellen? Hier.
Oha! Ey, was da für Sets aufgebaut wurden! Und heißen dessen klar, dass ich auch dasselbe wie immer. Okay. Bruder, wer ist das? Ich will ihn küssen. Wer ist dieser Statist? Das ist mein Highlight. Der Typ ist der Highlight des gesamten World in Contest für mich. Was ist das denn? Oh, der Ton ist leider ein bisschen mies. Ich verstehe leider kaum, was die sagen. Das ist ein bisschen kacke. Was ist das denn? Okay. Aber hey, mein Last und kriegst du noch. Das ist vielleicht, wovon wir dich nicht gerne sagen. Nee, sorry, das war ganz gut aus. Wieso denn das denn? Weil du einfach nicht mein Typ bist. Typ, schön blond, muskulös, super heiß. Kann ich dein Typ sein? Er wird gerade übel von ihr gekorbt. Das ist einfach. Das ist mein Okay, aber gut. Bruder, er wurde gerade einfach gekorbt. Weil sie homo ist. F an den gefallenen Bruder. Okay, der war sehr gut. Das ist die Unextreme-Spielerin und die Barkeeperin raucht auf einmal. Oh shit! Wir wollten sie doch fangen. Das wollte ich auch gerade lesen, was auf seiner Brust stand. Ach, Security. Nein, da steht nicht Security. Das ist ein F-E-T. Ich glaube halt einfach falsch geschrieben. Security. Ach, Security, bewusst falsch geschrieben. Okay. Boah, ey. Auch da hätte ich so gern wieder mehr gesehen. Ey, Mods, wir müssen uns irgendwas mit diesem 3-Minuten-Limit überlegen. Ich glaube, ich gebe sogar eine 3,5. Also wie gesagt, ich appreciate übel den Aufwand. Und wenn es außerhalb des Worded Contests wäre, würde ich gar nichts kritisieren. Aber ich muss es einfach im Rahmen des Contests bewerten. Und deswegen ist es nur eine 3,5, weil das Zeitreisethema nicht so gut aufgegriffen wurde. Und der Ton leider wirklich nicht Bombe war. Eure Tonqualität ist 1000-mal wichtiger als die Bildqualität. Ganz wichtig, man muss euch gut verstehen können. Props für den Aufwand. Hammer. Richtig gut. Ihr seid... Natürlich hat man instant die Musik... Wer war das? Anonymer Krake oder Jones? Das war doch safe. Kann ich sehen, wer das da eingetippt hat? Letzte Änderung von Anonymes Lama. Wer von euch war das? Ihr seid so blöd. Und den Dude, der hat auch schon beim Monopoly Contest einen richtig guten Beitrag abgeliefert. Zeit, dass ich mal wieder mit meinem guten Sumpf von rausgehe. Warte mal, ich Volume Boostere rein. Was geht denn da? Wiggle mich? Okay. Was ist denn jetzt passiert? Wo ist mein Wickler und... Was ist das hier für ein Ort? Wie spät haben wir es? Der Fernseher mit Dr. Hübi hat sich in das Bild und die alte Couch umgewandelt, weil er in der Zeit zurückgereist ist. Ich liebe sowas. Und warum läuft da der Fernseher? Ist das eine Nachrichtensendung? Hä? Doch ein Fernseher? Nee, er ist in die Zukunft gereist. Okay, ich laber scheiße. Nee, hä? Er ist in die Zukunft gereist? Das ist einfach nur eine andere Kameraperspektive. Aber nee, das ist nicht eine andere Kameraperspektive, oder? Oder doch? Wiggle mich? Doch, das ist ein anderer Raum. Scheiße, ich laber Müll. Er ist in einem anderen Raum gelandet, ja. Okay, alles klar. Warum läuft da der Fernseher? Three Head. Eine Nachrichtensendung? Guten Tag, meine Moderatoren. Ich begrüße Sie. Guten Tag, meine Moderatoren. Ich grüße euch auch, Streamer. Hier ist die nächste Ausgabe der Mod News. Am 17.02.2122. Heute ist das 100. Jubiläum des Mod-Tages, denn heute vor exakt 100 Jahren verschwand der YouTuber Hübi von der Oberfläche. Seine Mods, die er sonst immer in seinem Keller gefangen hielt, bemerken dies und nutzen die Gelegenheit zu entkommen. Der Anführer war David ohne Umlaut. Als ob David mich einfach gesnitcht hat. Obermod seit 100 Jahren. Ich glaube, David war in der Gruppe. Sei nicht wie Hübi. Gib UI keine Chance. Vertrau den Mods. Er gründet einfach eine eigene Partei gegen mich. Wurde die große Proteste gestartet. Auch heute werden immer noch Hübis Anhänger gejagt. Sie selbst nennen sich UI. Aber dank des Monopoly-Kommandos werden einfach abgeführt.
UI-Anhänger werden eingesperrt. By the way, auch Season 5, der Bro ist am Start. Wir können froh sein, in so einer Welt zu leben, in der unser Anführer David lebt. Sei nicht wie Hübi. Neuester Gehirnkontrolle wirklich jeden bekehren kann, damit wir alle zusammen leben können. Das ist die Zukunft, aber ich muss irgendwie wieder zurückkommen. Ich darf das hier nicht passieren lassen. Ich hole mir den Zeitwickler von David zurück. Und darauf erstmal eine Spezi. Was im Hintergrund? Easter Eggs? Der Zübi. Lol, ja, und DK. Was sind das? Beinschienen? Er hat sich einfach eiskalte Rüstung gebaut. Er hat sich eine Papprüstung gebaut. Ich dreh hohl. Das Gurkenkrokodil war auch am Start. Der Aufwand. Der Aufwand. Der Zeit. David, gib dem Entwickler da Zeit. Sofort. Hübi, Hübi, du unterschätzt die Macht der Mods. Ohne uns wärst du gar nichts und jetzt werde ich dich vernichten. Opernplatz. David ist ein Opernplatznutzer. Ich dreh hohl. Ende. Popelkeks. Opernplatz. Ende. Popelkeks. Oscher. Ah, Froster. Oh. Vernichte ihn, gute Laune-Typ. Tim auch noch. Der Boss kommt. Krokodil, friss ihn. Finde ich witzig. Aber das Krokodil hat die obere Rüstung abgemacht. Krokodil, friss ihn. Schaut mal, die obere Schulterplatte fliegt ab. Wie kannst du immer noch stehen? Die Macht der Memes ist zu stark. Ich raff, Wickler. Nein, Idiot. Du wirst einfach nie gegen meine Memes ankommen. Auf nimmer Wiedersehen. Endlich. Ich bin wieder in meiner Zeit, aber jetzt schnell Wickler wegnehmen, damit das, was ich gerade gesehen habe, nie passieren wird. Schnell weg. Es wird Zeit, dass ich mal wieder mit meinem guten Sumpfhund rausgehe. Was liegt denn da? Er hat einen zweiten Wriggler fallen gelassen und dadurch loopt die Story wieder. Das ist richtig stark. Das ist richtig gut. Ich wurde nicht enttäuscht. Er kam zurück und er lieferte wieder ab. Okay, das Voting ist fast durch. Ja, ich gebe eine 5. Brauchen wir nicht lange drüber reden. Dann sind wir durch. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt. Ich weiß, es ist bei so einem Wettbewerb super ärgerlich, wenn ihr da nicht in die Finalauswahl kommt. Ich weiß, dass noch einige auch einen Beitrag gemacht haben, der jetzt hier nicht dabei war. Aber ihr müsst verstehen, dass es in dem Stream nicht die Zeit gibt, sich alle Beiträge anzugucken. Und dass es dann schon frustrierend sein kann, wenn man sich Mühe macht, dann einen Beitrag macht und den dann nicht anguckt. Ich weiß. Aber lasst euch davon bitte nicht entmutigen. Probiert es beim nächsten Mal wirklich wieder. Man verliert nur, wenn man aufgibt. Das ist einfach das beste Zitat. Einfach wieder probieren. So, du lernst was, ihr werdet besser. Schaut, was die heutigen Beiträge gemacht haben. Schaut, warum die heutigen Beiträge vielleicht im Stream waren und eurer vielleicht nicht. Schaut, wo die Qualitätsunterschiede sind und dann macht euch besser. Und dann seid ihr beim nächsten Mal wieder am Start. Und seid da jetzt auch nicht meinen Mods böse. Sie mussten eine Auswahl treffen und sie haben eine Auswahl getroffen. So, hatet wenn dann mich, nicht meine Mods, wenn ihr jetzt sauer seid. Aber es ist nur mal ein Wettbewerb. Es geht auch um Preisgeld und bei einem Wettbewerb muss es auch am Ende des Tages kann es nicht nur Gewinner geben. Das ist so der Punkt. Let's freaking go. Auf dem 10. Platz von allen Einreichungen haben wir Hübi reist ins Jahr 2069. Das ist das, wo Bobo eine Toilette in den Garten stellt und wir dann beim Scheißen in die Zukunft reisen. Auf dem 9. Platz haben wir das Kurzvideo Hübi reist zu den Cowboys. Auf dem 8. Platz ist Hübi im Jahr 2069 der Trailer von Justin. Wir warten alle auf einen dritten Teil, Digga. Du hast jetzt böse vorgelegt. Du hast ordentlich Lust auf mehr gemacht. Auf dem 7. Platz ist Hübi im Jahr 2069 von Green of Flame mit dem Uno Extreme Battle. Auf dem 6. Platz ist Hübis Zeitreise ins Jahr 2018. Die Reise mit dem Gurkenkrokodil, um den Mülltonnenkampf gegen Domi zu gewinnen. Das war wie ich selber afghanischer Herrscher, König, Führer, was auch immer werde. Auf dem 4. Platz unser Battle
gegen König Ludwig den 14. Du wirst meine Identität nie herausfinden. Liebe Grüße, Ludwig der 14. Und jetzt geht's um den dritten Platz und damit die ersten 10 Euro, Freunde. Wie gesagt, für alle, die jetzt quasi gewonnen haben, schreibt mir bitte eine Mail an contact.hübi@gmail.com mit einem Screenshot von eurem Reddit-Beitrag, der zeigt, dass das eurer ist. Also wo man vielleicht euren Accountnamen und so weiter noch so sieht, damit ich weiß, dass ihr das seid. Plus dann auch, wo die 10 Euro sein sollen. Also ob das Amazon, Steam, Nintendo eShop, was auch immer. Jeder, der mir eine Fake-E-Mail an contact.hübi@gmail.com schreibt, den block ich. Und wenn ich irgendwie rausfinde, wie der noch auf anderen Plattformen heißt, dann beende ich euer Leben. Also jede... Ich dreh hohl, wenn ihr mir eine Fake-E-Mail schreibt. Und der dritte Platz, Freunde, ist vom lieben Hübcraft-Team. Ich bin stolz auf mein Team. Ganz große Props zum dritten Platz. So, wer holt sich den zweiten Platz? Und damit auch direkt den ersten Platz, denn der ist ja dann natürlich auch klar. Übrig bleiben noch... glaube ich, Hü-Florian mit seiner Banjo-Steinzeitreise. Und 25 Euro Guthaben geht an den guten Doschkmeister. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch. Das Video war Baba. 25 Euro gehen an dich. Schreib mir eine Mail an contact.hübi@gmail.com und damit gehen die 50 Euro und der Sieg des Reddit Contests an Hü-Florian mit seiner Steinzeitreise. Einfach nur stark. Props Doschk und Props an alle anderen, die teilgenommen haben. Zwischen dem ersten und zweiten Platz waren 0,01 Punkte Unterschied. Kranker Scheiß. Kranker Scheiß. Ich hätte abgestimmt. Ich hätte für ihn gestimmt. Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns am Samstag wieder hier auf Twitch. Ansonsten kommen morgen und übermorgen natürlich Videos. Einen schönen Abend, Guys.